Hallo und herzlich willkommen jetzt zum dritten Teil der IAS-Videoserie, also der neuen. Heute möchte ich gerne zeigen, wie man den FTP-Server einrichtet. Viele haben mich das schon gefragt. Eigentlich ist das Video eher dem Nutzer Fachabi 90 gerichtet. Ja, wie soll ich sagen? Der hat mich echt schon vor Monaten gefragt, ob ich dieses Tutorial rausbringe. Ich habe es ihm versprochen. Ich habe es auch noch mehr anderen Usern versprochen. Aber ja, jetzt bringe ich es raus, endlich. Dafür öffnen wir erstmal wieder den Webbrowser und wir holen uns erstmal wieder Software. Wir gehen auf filezilla-project.org. Dort laden wir uns den Filezilla-Server herunter. Dieser FTP-Server finde ich, also diesen FTP-Server finde ich viel besser wie den eingebauten in den IIS, weshalb ich den auch nicht benutze. Wir werden die Datei ausführen und den Server installieren. Dieser 14147 Port ist der standardmäßige Port für das sogenannte Interface. Was damit auf sich hat, werde ich später noch sagen. Nach der Installation des Servers sehen wir nun dieses. Eine Serveradresse, 127.0.0.1 und den Port und vielleicht ein Administratorpasswort. Das ist jetzt das sogenannte Interface. Der FileZilla FTP Server ist modular aufgebaut. Er besteht aus dem eigentlichen Server und dem Interface. Das Interface könnte ich jetzt zum Beispiel hier bei mir lokal am Client ausführen, während der Server wo ganz anders läuft. Ich werde auch für dieses Tutorial kein Administratorpasswort für das Interface festlegen. Bei einem Real-Life-Betrieb ist das aber ratsam. So, nun sind wir im Interface. Von dem hier können wir den Server aussteuern. Über Edit Settings können wir erstmal unsere Einstellungen für den Server festlegen. Unter Welcome Message können wir hier zum Beispiel eine Welcome Message festlegen. Zum Beispiel Willkommen auf dem Test Homepage FTP Server. Dann können wir verschiedene Einstellungen tätigen, wie IP-Filter etc. und hier auch ein Logging-File anmachen, das werde ich tun. Und hier auch beim Admin-Interface-Settings kann man jetzt auch ein Admin-Passwort festlegen. Über diesen Dialog kann man jetzt auch verschiedene IPs bannen etc. Da muss jeder mal selber einarbeiten, ich werde darauf jetzt nicht näher eingehen. Wir klicken auf OK. Dem Server hier können wir Gruppen, das ist dieses Symbol, und Benutzer anlegen. Ich beschränke mich jetzt hier für einen Benutzer. Denn sollte man nicht wirklich mehr Betrieb haben, braucht man die Gruppen eigentlich nicht benutzen. Die Gruppen sind dann ratsam, wenn man, was weiß ich, 10 FTP-Benutzer hat, steigend, und dann kann man quasi verschiedene Rechte für verschiedene Leute gleichzeitig festlegen. Wir klicken bei Users auf Add und tippen jetzt ein Nickname ein. Dann geben wir dem Benutzer noch ein Passwort. Hier könnten wir jetzt eine Gruppe festlegen, das machen wir aber nicht. Und unter Shared Folders gehen wir auch wieder auf Add und fügen nun einen Ordner hinzu, auf den der Benutzer zugreifen darf. Das können mehrere sein und wie das gleich funktioniert, sage ich auch noch. Hier zum Beispiel bei mir, da ich der Admin bin, wird das der inet-pub-Ordner sein. Ich kann da drin lesen, schreiben und löschen, als auch Dateiberechtigung ändern und genauso bei Ordnern. Das ist das Gute, hier kann man nämlich noch extra festlegen, zum Beispiel, was weiß ich, ihr habt eine Administratorgruppe bei euch, die den Server vielleicht verwaltet oder die Zugriff auf Logs braucht, den könnt ihr dann Zugriff zu den Logs lesen geben. Ein Beispiel hierfür wäre ich, wenn ich das nochmal entferne und ich jetzt nur mal quasi hier den www-root als Home Directory, das geht über set-as-home-dir, hinzufüge, der User kann hier alles machen. Und dann füge ich noch einmal den History oder Logs, sagen wir mal den Logs-Ordner, hinzu. Den kann der Benutzer jetzt nur lesen. So,
Das war es hier für meinen Winfreak-Benutzer. Jetzt klicke ich einfach auf OK. Der Benutzer ist jetzt eingestellt. Nun können wir uns mit einem FTP-Programm in der Regel verbinden. Lokal geht das auch schon. Dafür müssen wir nur den Windows Explorer öffnen, FTP/localhost eingeben und schon bekommen wir einen Nutzerprompt. Und wenn wir hier Test 123 eingeben, dann sehen wir unseren lokalen Home-Folder. Hier können wir natürlich, wie versprochen, auch Ordner und Dateien ablegen und löschen, etc. Das funktioniert bereits ausgezeichnet. Wenn das hier ein öffentlicher Server werden soll oder einer, der durchs Netzwerk verwaltet werden soll, dann müssen wir jetzt noch ein paar Firewall-Regeln ändern. Dafür geben wir im Startmenü das Wort Firewall ein. Hier erstellen wir jetzt zwei Regeln. Einmal eine eingehende Regel mit dem Programm und zwar dem FileZilla Server. Den finden wir unter unserem lokalen Laufwerk Programme x86, FileZilla Server und FileZilla Server. Wir verlassen die Verbindung zu. Dasselbe machen wir bei den ausgehenden Regeln. Verbindung zulassen. Und das war's. Jetzt testen wir das. Ich habe hierfür lokal einen Client. Das ist jetzt meine lokale Maschine, nicht der Server. Hier tippe ich die IP des Servers ein. Bei einer richtigen Internetseite ist das natürlich auch die entsprechende URL. Ich klicke auf Verbinden und hier sehen wir ebenfalls den phpMyAdmin-Ordner. Und wir können ebenfalls hier auch ein neues Verzeichnis erstellen, können dessen Dateiberechtigungen ändern. Alles das, was wir wollen. Ich schätze, damit ist das Tutorial abgeschlossen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Dann werde ich erklären, wie man die Fehlerseiten des IIS umkonfiguriert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.